Vamahastabhyankarasana ist die Schutzgeste mit der linken Hand. Im Sitzen hebe die linke Hand hoch, Handfläche nach vorne. Das ist Abhyasa Mudra, eine Schutzgeste. Die meisten der indischen Götterfiguren haben diese Schutzgeste. Typischerweise haben sie sie mit der rechten Hand. Unser Kameramann Eduard kann gerade noch mal zum Altar hin zeigen. Und dort siehst du zum einen in der Mitte Lakshmi, sie hat die rechte Hand in Schutzgeste. Du hast Ganesha, der Elefantengott, oder auch der tanzende Shiva. Das ist dann jeweils Dakshina Hastabhyankarasana. Aber manchmal findest du auch bestimmte Götter und Göttinnen mit der linken Hand Vamahasta in Abhaya Mudra. Abhayankarasana ist dann eben die mutgebende Stellung. Und in manchen der Asanas hast du Vamahastabhyankarasana, die linke Hand in Schutzgeste, und in manchen anderen die rechte Dakshinahastabhyankarasana. Auch wenn du selbst am Tag zwischendurch mal etwas ängstlich bist, hebe einfach mal die rechte oder die linke Hand so hoch und stelle dir vor, du hast Kraft. Du kannst auch beide Hände so geben. Wenn dir jemand irgendwie komisch kommt und du eh du müde bist oder irgendwo Angst hast, hebe die Hände so hoch und fühle dich mutig. Oder auch, wenn du siehst, dass jemand anders irgendwo ängstlich wird, kannst du auch, ohne dass er dich sieht, so die Hand so ein bisschen heben und dir vorstellen, dass du über die Hand diesem Menschen Kraft gibst. Natürlich, es gibt diese Grundhandhaltung auch in manchen der Kampfsportarten, wo du hier beginnst. Und von hier kannst du dann die Hand auf verschiedene Weise nach vorne, nach unten und so weiter bringen. So ist Vamahastabhyankarasana, eine Handhaltung für Mut und Vertrauen.